Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute diesen pinken Look für euch. Den habe ich schon im Sommer gedreht und ich hatte den schon geschnitten und dann habe ich die Datei verloren. Jetzt habe ich die wieder gefunden und dachte, ich schneide das nochmal neu zusammen, weil ich den Look so schön finde. Und wir fangen auch direkt an. Und zwar mit dem MAC Strobe Cream. Wie immer in der Farbe Golden. Und das trage ich mir erstmal auf mein ganzes Gesicht auf. Wie gesagt, es war im Sommer, es ist jetzt eigentlich prinzipiell von den Farben her zu knallig für die Zeit. Aber wie gesagt, ich fand den so schön. Ich wollte den nicht verloren gehen lassen, den Look. Und ja, deswegen, genau, jetzt nehme ich die Armani Luminous Silk Foundation. Die ist leicht von der Deckkraft her, aber genug, wenn man eine gute Haut hat, die ich zu dem Zeitpunkt auch hatte. Manchmal habe ich einfach eine gute Haut und dann dreht sie wieder vollkommen durch. Aber wenn ich eine gute Haut habe, dann liebe ich diese Foundation über alles. Die werde ich mir auch wieder nachkaufen. Die ist fast leer und das trage ich jetzt immer, wie immer, auf. Jetzt mache ich so ein bisschen Spot Concealing bei so bestimmten Stellen, wo so ein paar Pickelchen waren. Und dann nehme ich mir diesen Concealer von LA Girl. Der hat so einen orangenen Unterton und der ist sehr gut gegen bläuliche Augenringe, die ich habe, die wir Südländer oft haben, dass unsere Augenringe einfach so ein bisschen bläulich sind und das könnt ihr mit so einer Farbe gut kaschieren. Natürlich wird alles ausgeblendet und dann kommen wir zu meinem Banana Concealer, auch von LA Girl. Ich liebe diese Concealer nach wie vor und die haben so eine tolle Deckkraft und die sind überhaupt nicht trocken unter dem Auge und wie immer werde ich das jetzt ausblenden. Wie ihr sehen könnt, ich mache nicht zu viel Produkt drauf, weil es eben Sommer war zu dem Zeitpunkt, da mag ich das nicht so gerne. Aber genug, um halt frisch auszusehen. So, jetzt nehme ich mir meinen Chanel Bronzer. Ja, dieser Creme Bronzer Soleil Teint de Chanel. Ich verstehe mal diese furchtbar langen Namen nicht, aber okay. Das ist, wie gesagt, ein Creme Bronzer und damit werde ich mir jetzt mein Gesicht aufwärmen. Ich trage den erstmal mit einem Pinsel auf und dann werde ich das richtig ordentlich in die Haut einarbeiten mit einem Beauty-Schwamm. Der hier ist von Real Techniques und ja, das macht man immer sehr, sehr sorgfältig und dieser Schritt dauert auch meistens sehr lange, aber es lohnt sich immer. Das ist einfach so schön, wie ihr sehen könnt. Das gibt so eine schöne Wärme und ja, man sieht einfach von der Sonne geküsst aus. Im Prinzip könnte man dann auch auf einen Puderbronzer verzichten, wenn das einem reicht, weil das einfach genug ist eigentlich. Und hier werde ich das nochmal so ein bisschen wie so ein Blush ausblenden, damit die Übergänge nicht so hart sind und werde das richtig gut mit dem Schwamm in die Haut einarbeiten. Und gerade auch da, wo der Concealer ist, miteinander verblenden. Wie ihr sehen könnt, mega frisch, oder? Jetzt nehme ich mein LA Girl Pro Powder. Ist das ein Banana Powder? Ich glaube ja. Ja, ich meine schon, ja. Banana Powder, genau. Und damit werde ich jetzt meinen Concealer setten und auch an den Wangen und an der Nase entlang, wo der Concealer sich immer so gerne absetzt und wo man meistens auch ein bisschen Poren hat. Und genau, das werde ich jetzt mit dem Pinsel alles schön setten. Und dann nehme ich mir nochmal so einen Foundation Pinsel und fixiere so unterhalb vom Bronzer auf jeden Fall die Foundation, damit das alles schön sitzen bleibt, nicht verrutscht. Gerade wenn man schwitzt, muss man da sehr, sehr drauf achten. Und jetzt nehme ich mir meine Jaclyn Hill Palette und nehme diesen pinken, krassen Lidschatten. Ich muss zugeben, als ich anfing mit dem Make-up, hatte ich keine Ahnung, wo ich hin will. Ich wollte einfach nur so diese knalligen Farben aus der Palette ausprobieren. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Die Palette ist so, so gut pigmentiert. Und ja, ich hätte vielleicht diesen Schritt erstmal machen sollen, bevor ich die Foundation fertig mache. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, wo ich hin will. Letztendlich ist das auch alles gut gegangen. Ich werde mir diese pinke Farbe erstmal über mein Augenlid verteilen mit einem ganz großen Blenderpinsel und richtig grob und ordentlich verblenden. Dann nehme ich mir schon meinen Concealer, der hier ist von Morphe. Und oh ja, das war heftig, Leute. Ich habe ewig gebraucht, das aus der Augenbraue rauszukriegen. Genau, und ja, jetzt werde ich meinen Cut Crease machen, wie immer. Ich habe keine neue Technik, ich mache das immer gleich. Und ich habe hier erstmal den Cut Crease gemacht.
Ja, ich habe mir dadurch sehr, sehr viele Schritte gespart, muss ich sagen. Wenn man erst den Cut Crease macht, nach der ersten Blending-Farbe und dann weitermacht, habe ich das Gefühl, geht das irgendwie schneller. Und da blende ich das so ein bisschen aus und dann nehme ich mir diese Farbe hier aus der Palette. I'm Lit heißt die, glaube ich. Das ist ein weißer Lidschatten mit pinken Reflexen. Der passt hier perfekt zu. Und damit fixiere ich jetzt erstmal den Concealer. Wenn ich die Farbe schön verteilt habe, überall wo mein Cut Crease sein soll, dann nehme ich mir diese Farbe hier aus der Palette. Das ist so ein dunkles, ja, so ein Mittelweinrot, aber hat auch natürlich pinke Reflexe drin. Und dann werde ich mir meinen äußeren Winkel, also meinen äußeren V ausfüllen. Und ich werde erstmal die Farbe schön auftragen, aufsetzen, damit wir auch das meiste Pigment erstmal sitzen haben. Wie ihr hier sehen könnt, ich gehe auch nicht zu weit in die Mitte rein. Ich konzentriere mich wirklich nur am äußeren Winkel erstmal, weil der Cut Crease soll ja natürlich erhalten bleiben. Und dann nehme ich mir einen Blenderpinsel und verblende wirklich ganz, ganz langsam und sehr, sehr konzentriert an dieser einen Stelle. Und dann nehme ich mir noch mal diesen Pinsel hier, den flachen. Und wie ihr sehen könnt, ich arbeite hier wirklich sehr, sehr vorsichtig. Weil mit diesen Farben kann man so schnell den Look zerstören, weil die so pigmentiert sind. Man kriegt das dann auch nicht mehr korrigiert. Deswegen habe ich wirklich sehr, sehr langsam gearbeitet und gehe Schritt für Schritt aufbauen, ausblenden. Und dann gehe ich nochmal so an die Details, an der Lidfalte und dann blende ich nochmal aus. Dann werde ich mir den unteren Winkel, also den unteren Wimpernkranz, verbinden mit dem oberen Lidschatten, wie ihr hier sehen könnt. Das soll ja nicht abgehackt aussehen und das blende ich mir auch bis nach vorne hin aus. Und dann nehme ich diesen schönen Schimmerton. Das ist so ein lila Ton mit pinken Reflexen auch mit drin. Und die Farbe wird mein Zwischenton auf dem Augenlid. Das mache ich ja ganz oft, weil erstens sieht es sehr, sehr schön aus und zweitens habt ihr dann einen sehr, sehr schönen Übergang. Ohne viel Aufwand und die Farbe kommt so wirklich in der Mitte drauf und ich tippe das und schiebe das so ganz vorsichtig hin und her, bis die Farben schön miteinander verbunden sind und keine harten Übergänge mehr zu sehen sind. Hier könnt ihr sehen, ist das Ganze schon ein bisschen weicher geworden und dann tippe ich wirklich nur noch so ganz leicht hin und her, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Und dann nehme ich diese Farbe hier, das ist so ein fast rot, würde ich schon sagen, so rot-pink und gehe hier noch mal so zwischen die zwei Töne und verblende das Ganze noch mal. Und dann nehme ich mir so ein Babypink und gehe noch mal vorne, also ja, ich kann es schwer erklären, ihr müsst einfach zugucken. Das ist wirklich schwer zu erklären, aber ich habe da wirklich mit sehr, sehr vielen Zwischentönen gearbeitet, damit die Übergänge einfach stimmen. Und jetzt werde ich mir meinen, wie heißt das, Augenbrauenbogen highlighten mit einem weißen matten Lidschatten. Und hier nehme ich mir nochmal die erste weiße Schimmerfarbe, I'm Lit aus der Palette und werde meinen inneren Augenwinkel highlighten. Hier sehe ich zu, dass mein innerer Augenwinkel und ja, das Ganze vorne schön miteinander verbunden ist, damit da auch wirklich alles sehr, sehr übergangslos aussieht. Und jetzt werde ich mir meinen Lippenstift auftragen. Ich nehme hier erstmal meinen Lip Liner von Essence und dann diesen Lipgloss hier von Morphe. Die benutze ich sehr gerne, die zwei Kombinationen. Und ja, jetzt werde ich noch meine Wimpern tuschen. Ich habe die oberen schon getuscht gehabt. Das habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten und tusche noch die unteren. Und dann nehme ich mir meine Highlighter-Palette von Hanadi Beauty. Das ist die Rose Sunset. Mische eigentlich alle Farben miteinander und fange an zu highlighten. Bei dem Look habe ich ein bisschen übertrieben, weil es eben auch ja, dazu gepasst hat. Mir hat das gut gefallen, dieser starke Highlighter. Und das mache ich jetzt, wie ihr sehen könnt. Übrigens bin ich heute auch bei Hanadi Beauty auf der Online-Seite aktiv gewesen, habe mir noch mal einen Lip Liner und einen Lipgloss bestellt. Ich bin mal gespannt,
Ich muss sagen, ich mag ihre Fairy Tale, also ihre Diamond Glaze heißen die Lipglosse gerne. Ich habe mir jetzt noch einen bestellt. Ihre Highlighter liebe ich ja über alles, wie ihr sehen könnt. Die sind aber auch wirklich super. Und jetzt werde ich noch meine Nase highlighten. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat sich gelohnt, das Ganze zweimal zu schneiden. Ich fand das mal schön, es war was anderes. Und genau, dann danke ich euch sehr fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!